Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, wir sind immer noch dabei, weiter Gemüse zu farmen. Versteht ihr es? Farm, Gemüse. Und ja, wir sind eigentlich schon fertig mit dem Gemüsefarm hier in der Undersorcer, heißt das hier anscheinend. Habe ich gar nicht gewusst. Und ja, wir haben für Esther hier die Chocobo Lady. Hier haben wir unseren Chocobo gefüttert, indem wir ein bisschen Gemüse hier gesammelt haben, weil wir halt hier das machen müssen, weil wegen diesen, wie ist der nochmal? Gas, genau, ja, so ein Luschennamen. Und Entschuldigung, zu all den Gas da draußen. Aber ja, keine Ahnung. Wir haben hier Gemüse gesammelt und ja, wir sind eigentlich damit fertig, aber wir können noch etwas extra Gemüse sammeln, um noch ein paar Belohnungen hier von Esthers Laden zu bekommen, was eigentlich nur Chocobo-Ausrüstung ist, aber okay. So, ich habe eine ganze Weile lang gesucht, bis ich das hier gefunden habe. So 3 Minuten, glaube ich. Und ich habe da überhaupt nicht durchgeblickt, ne? Weil wenn man da hinläuft, da ist einfach nur eine Wand, ne? Irgendwo da in der Ecke ist das. Aber da ist ein Pfeil, der nach unten geht, und dann habe ich dann gemerkt, hör mal, hier ist eine Leiter. Und ja, ich habe ja vorher nie die Leiter gesehen. Also, ja. Und hier scheint er zu sein. Ich glaube, da ist so eine Art Arena hier. Ja, oh, wer? Oh, ich? Willkommen im Bestienbunker. So. Genau den blutigen Nervenkitzel, den man oben vergibt. So viele Arenen, wie es in diesem Spiel gibt, ne? Den erwartet sogar eine Portion frisches Gemüse. Was war ein Preis? So, Silkes Cup, Runde 1, Schädlingsbefall. Ich kann nur mit einer Person ja auch kämpfen anscheinend. Mal gucken, wie weit wir hier spielen können, ne? Bei der Goldsauser konnten wir ja auch nicht lange spielen, weil halt, ja, die ersten Mal so irgendwie, weiß nicht, Level 27, dann ist es auf Level 39 gesprungen. Neros Ferox, ihr Typen. So, welche auch geil nach dem Kampf, ja, ne? Verdammt! Oh, mal her, ihr Stücke. Sollen wir vielleicht mal andere Angriffe einsetzen? Ich glaube schon die ganze Zeit mit Schwertwirbel rum. Aber warum? Ne? Wenn man einen anderen Party mit dir bekommen, auch Erfahrungspunkte jetzt. Keine große Sache. Ja, was für ein Remix. Warte, war schon? Okay, noch ein Kampf. Mal ein bisschen unspektakulär hier. Zwei Wölfe und... Okay, dann komm. Geht ja ganz schön schnell, nehme ich an, ne? Okay, mein Controller ist gerade grün geworden. Lichter, ich weiß nicht wieso. Was bist du? Wagner Drager. Nein, ich wollte nicht den Angriff. Ich wollte. Du bist neu, ne? Wagner Drager. So eine Spinne. Physische Attacke von hinten erweisen sich als nutzlos. Also von vorne an, ne? Einfach blocken. Ja, ich wusste. Aua, nein, loslassen. Aua. Boah. Keine Chance. Der Feind ist geschwächt. Es ist vorbei. Oder was? So, war schon wieder. Das war abzusehen. Etwas sehr unspektakuläre Kämpfe, ja. Ein Superhelter. Jetzt muss ich aber hier mal ein Gemüse kriegen, ne? Und dem letzten Ding, ne? Circus Cup, wieder dem Wurmstich. Wieder dem Wurmstich, ne? Wieder schreibt man mit links, ne? Mit 2D, ne? Alles klar. Doppel-D. Oh, mein Controller ist schon wieder grün geworden. Lichter. Ich weiß nicht wieso.
Man weiß halt nicht, Rufus ist Hund. Test lol. Ah, du bist halt Monster von dem. Mein Gott, ist das Ding buff. Warum greifst du mich nicht an? Bin mal so frei. Versuch's auf jeden Fall. Verschwende. Aber das. Verdammt. Ich weiß nicht, ob ich da ausweichen kann oder nicht. Nein, Aufnahme. Jetzt genau. Du bleibst gefälligst hier. Kein Problem. Sehr so am Reden. Na gut. Los geht's. Nein, Blitz. Aber. Das war's dann. Ich wusste es. Okay. Der ist ein bisschen nervig zu bekämpfen. Schon Regener, ja, ne? Komm her. Aua. Ich bin bereit. Boah, ist ja nervig zu bekämpfen. What? Alter, der ist auf den Boden gefallen. Ja, darf ich angreifen oder nicht? Ich verstehe nicht. Ist der. Darf ich den an. Alter, willst du mich auf den Arm nehmen? Alter, hörst du mal auf. Keine Chance. Alter, Ding nehme ich gerade auf den Arm gerade ein bisschen. Also wenn ich den angreife, dann ist er die ganze Zeit mich am Angreifen. Ja, ich falle auch nicht rein. Verdammt. Alter. Dieser Kampf awkward. Das war's dann. Komm her, stirb. Oh mein Gott. Das ist halt ein nerviger Kampf hier. Ja, aber sobald ich auf ihn losgehe, rennt er auf mich los. So, komm her, du Stück, Mann. Boah, hörst du mal auf damit. Man soll dieses am Boden fallen, wenn das sowieso nichts bringt. Jetzt gebe ich alles. Na, weißt du was? Ja. Hab ich auch nicht gefallen hier von dem Viech. Was ist das? Oh mein Gott. Boah. Ist noch nicht vorbei. Ein dämlicher Kampf. Sobald ich auf ihn losgegangen bin, rennt er mich die ganze Zeit an. Wenn ich die ganze Zeit wegbleibe, greift er gar nicht an. Voll nervtötend. Meine Güte. Hui, mein lieber Scholli. Auf ein kampferprobtes Multitalent wie dich warten wir noch eine Menge Herausforderungen. Schau dich ruhig mal um. Okay. Willkommen im berühmt-berüchtigten. Ein neues Kampfprogramm. 30 Diebeshandschuhe. Ich dauere immer nur, also ich meine, soweit ich, wenn ich sowieso nur mit einem Teilnehmer hier reingehen kann, ne? Bin nur wieder voll gealt, ne? Ja. So, sagen wir halt nicht so ein beschissener Kampf wie gleich, wie gerade wird. Kein Problem. Ja, sieht schon nervig aus. Keine Chance. Seid ihr Omaru von Final Fantasy 6? Der Yeti hier, den man rekrutieren konnte in der Gruppe. Lass mich angreifen. Oh, ich kann einfach nichts machen jetzt, ne? Das war's dann. Da. Mein Einsatz. War ich noch blocken, ja. Du musst aufeinander losgehen, danke. Ja, die sind einfach, die sind schön langsam. Mein Limit ist schon fast wieder voll, das sehe ich gerade. Da, oh, Oga, habe ich schon analysiert, egal. Keine Chance. Ich habe einfach geblockt, ja. Aber. Aber. Aber.
Das reicht. Irgendwelche letzten Worte? Ja, nein, dann treffe ich auch ein bisschen. Sehr gut. Das wird so nichts. So, oh, der eine ist tot. Sehr gut. Auf ein neues. Ich bin bereit. Verdammt! Mein Gott. Los geht's. Nicht mit mir. Mein Gott, ich steh doch wie ein Stein. Ausgezeichnet. Keine Chance. Das Gesicht. Keinen Kong. Und Kopf gespalten. Ausgezeichnet. Er hat Schwert so ein bisschen wie Sephiroth. Er hat auch immer sein Schwert so vor sich, ne? So, Diebeshandschuhe, lass mich raten, tun die Wahrscheinlichkeit zum Dieben erhöhen, ne? Ja. So, 32. Welches Level bin ich? Ich bin Level 30. Geheimlehrer der Kampfkunst. Na komm. Schwer kann das schon sein, ne? Ein Kampf. Kein Ding. Gehe ich gerne Ober, wenn ich hier K.O. gehe? Hi. Okay, Bomber. Vielleicht kriege ich hier einen Kaktor irgendwo noch mal. Ich bin bereit. Aber du Stück. Ja, da. Okay, solange du mich nicht in Stein verwandeln kannst, ne? Aufheizen. Okay. Ausdehnen. Ja, solange ich eigentlich nur weit entfernt bin. Aua, du blödes Stück. Ja, solange ich weit genug entfernt bin, wenn er explodiert, ist ja kein Problem, ne? Auf versteinernder Rauch. Ich dachte die ganze Zeit, da stand was anderes, so verheißener Rauch oder irgendwie sowas. Ne, versteinern ist ein bisschen schlimmer. Ich bin bereit. Nein, du hast mich verfehlt. Aha. Na, du blödes Viech. Ja, komm genau hier in die Richtung. Treffe ich dich auch noch. Sehr gut. Das war's dann. Fuck. Ja, okay. Oh, der hat voll viel Schaden gemacht. Oh Gott, da kommt ein riesiger Feuerball auf mich. Oh Gott. Ich sage für je dicker der wird, desto stärker wird der, ne? Habe ich irgendwas, um da zurückzuwerfen oder abzublocken oder so? Das wird ein bisschen nervig, denke ich gerade. So, der ist fast tot. Aua! Boah. So, ich will jetzt so anpassen, dass ich die beide vielleicht treffe. So, boom. Willst du das explodieren? Alles klar. Ja, darauf warte ich schon die ganze Zeit. Soll ich den nur noch erledigen, bevor der explodiert? Ich mir vorstellen kann, dass das ziemlich weh tut. Aua! Was steht da? Kritikalität? War sehr gut. Aber da ist so eine kleine Hülle von denen noch weggeflogen. Ja. Natürlich noch nicht mal posen. Der Kampf war so doof, natürlich noch nicht mal posen. Ausgezeichnet. Okay. 34. Schaffe ich dann auch noch Abzeichen des Bestienbunkers. Steht gar nicht, gegen was ich kämpfe. Okay. Mal so, aber wie schlimm kann das schon sein, ne? Jetzt kommt gleich Sephiroth. Sephiroth! So, ne. Boah. Ne. Funktioniert das? So anfällig gegen Blitze, lass mich dich mal kurz analysieren. Der kommt gar nicht auf mich hin. Guck mich zu, ey. Man kann auch so kämpfen, ne? Also, ich glaube, wir wissen noch nicht, dass der Kampf begonnen hat, ne?
Bah. Ha. Kein Problem. Was sind diese Dinger, die ganze Zeit auf hier rumfliegen? Okay, was kann ich denn ja machen? Ich habe nur Blitz, verdammt, ey. Fesselte Offensive, ja, ne, warum nicht? Ha. Boah. Nein. Oh, das wird wehtun. Aua, aua, aua. Neuer Versuch. Ich bin bereit. Nein. So, du musst mal kurz chillen. Der ist die ganze Zeit so am Ring. Ich dachte, da ist irgendwie draußen jemand, der die ganze Zeit hier die unterstützt oder so. Na, ah, Bestück, Mann. Na gut. Klingt wie so ein Gegner aus Mega Man X8 hier. Dieser ist blöd, wie ich war die ganze Zeit. Aua. Ist die Stadt geflogen ist, ey. Eine Auffrischung. Weißt du was? Ja. Warum denn nicht, ne? Wir haben ja Chocobo mitgemacht und ein Mogri. Da. Oh, du willst mir in die Kehle beißen? Ja, glaub mal. Ich glaube nicht. Volle Konzentration. So, ich sag gleich noch. Na, ah, du blöd. Nein, rette mich, Chocobo, rette mich. Und er absorbiert HP damit. Na, ah, du bist ein blödes Viech. Das wird so nicht. Hast du mich jetzt hier nicht ketten, wenn es geht? Was? Ey, hört auf damit, Mann. Zu nachlässig. Oh mein Gott, das ist auch voll nervt. Nein, nein, nein. Alter. Ey, das ist voll unfair. So wird das nichts. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ah, Drecksack. Ah, mein Controllerlicht war rot jetzt gerade. Ah, nee, da komme ich noch mal zurück irgendwann später. Wird schon nicht so gut sein, das bisschen Abzeichen. Mann, er will mich am Ende nur noch gekettet haben mit diesem blöden Angriff. Ey. Okay, ein Biss, kein Biss, kein Biss. So, was so, warum bin ich denn? Boah, jetzt bin ich auch noch fast tot. So. Dreck, egal, ich habe mein Gemüse. Hier komme ich noch mal zurück. Überall komme ich noch mal zurück. Pass bloß auf. Ey. Oh, ich wusste auch schon, dass der Kampf nervig wird. Nee. Nee, nee, nee. Lass mal mal. So, ich sehe, ist irgendwo ein Bett in der Nähe. Gucken, ob ich das finde. Ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Ich habe doch überhaupt nichts gesagt, Kollege. Fühle ich doch nicht mal angesprochen. Ich bin erst da. Dieser Show. So, boah, jetzt bin ich ja immer noch nicht richtig. Okay, so, dann war eigentlich alles hier erledigt. Ne? Jetzt haben wir das Gemüse hier. Wir haben das Gemüse, wir haben... Was ist das Bettchen hier? Ich habe ein Bettchen gesehen. Wir haben das Gemüse, was wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. So, hier kann ich irgendwo übernachten. War ich hier schon mal? Ist hier irgendwas? Ich höre Chatley, aber da können wir auch nicht mehr machen. Also okay, scheint nirgendwo was zu kosten, finde ich gut. Noch ein fröhliches Knastleben wünsche ich. Jetzt auch eigentlich irgendwo eine Bank irgendwo hinstellen können. Naja, wäre ein bisschen, weil nicht glaubhafter so. So, dann haben wir. Dann haben wir Esters Laden, sind wir gerade dabei, ne? Rennvorbereitung, Navaladen. Das ist dieser Blut der Königin Spieler, den wir hier nicht finden können. Der nicht hier ist, meine ich. Und hier, mit ihm müssen wir sprechen, genau. Erstmal müssen wir mit Esther reden, meiner Hübschen.
gebracht. So, danke. Oder nicht? So, haben wir das alles gekauft. Mehr Accessoires habe ich nicht. Jetzt bleibt mir nur noch dir viel Glück beim Rennen zu wünschen. Sie erinnert mich so ein bisschen an so einen typischen, weil nicht so einen typischen Rico-Charakter in Final Fantasy oder ihr Vanille aus Final Fantasy 13 und so. Das ist halt so ein Charakter irgendwie. Könnte irgendwie voll durchgehen, so die Stimmungskanone Charakter, der irgendwie in jedem Teil irgendwie ein Ding war für eine Weile. So, Rennvorbereitung. Ja, den Typen, den finden wir nicht, ne? Den kann man noch nicht finden, weil der gar nicht hier ist, ne? Der ist dieser eine Guru, glaube ich, gewesen, den wir letztens gesucht haben, aber nicht gefunden haben, den man nicht spielen konnten, meine Güte, weil wir noch zu schwach waren, ne? Eine Quest haben wir noch hier nicht angenommen anscheinend. Hm. Das hat mit Johnny, ne? Ja, müssen wir ja auch langsam mal bald hinkommen, ne? So, aber warte mal, das habe ich gesucht. Genau, das hier wollte ich machen. Was ich bekommen habe, gehen singen, ne? Ja. Da wird den Furcht und Schrecken einverleiben. Warum kann ich heute nicht sprechen? Furcht und Schrecken einflößen. So, was hat hier? Hier schon. Chocobos müssen ordentlich aufgehübscht werden. Also du bist der normale Shop, ne? Ja, habe ich aber nicht genug. Kann gar nicht genug peppige Accessoires geben für Chocobos. Ja, dann sind wir ja fertig, ne? Dann gehen wir weiter in der Story, ne? Wir müssen am Chocobo-Rennen teilnehmen, weil ein bisschen zu früh kommt. Ich nehme an, wir müssen noch vorher. Kannst jetzt endlich losgehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt schon ein Chocobo-Rennen kommt, weil das kam eigentlich so am Ende hier. Wurde aber auch Zeit. Ich bringe euch dann mal nach oben. Wir müssen ja auch die Sachen mit Bird und so erledigen, ne? Lass mich mal. Hast doch sicher Besseres zu tun, oder? Was? Willst du wohl immer heute den Turm, hä? Na, mir soll's recht sein. Was? Hat er damit irgendwie angedeutet, dass sie mit mir schlafen will? Im Heu rumspielen mit mir? Außer das ist irgendwie so eine Sache, die man hier macht. Im Under. Doch jetzt wirkt der Top in Under Saucer. Für den großen Sieg. Die Frage ist, bist du es auch? Denn ohne einen guten Reiter nützt selbst der schnellste Chocobo nichts. Hab schon einige vielversprechende Vögel gesehen, die auf der Strecke blieben, weil ihre Jockeys von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Ich will hier natürlich keinem feuchte Hände machen, aber im Renngeschäft zählt einzig, wer die Zügel in der Hand hält. Also er. Rein in die gute Stube. Ja, wir müssen ehrlich gesagt noch hier so einen Mordfall klären und so, aber okay. Okay, gehen wir. Mein leuchtendes Schwert. Ich liebe so Schwerter, die irgendwie, weil nicht von außen irgendwie so eine Farbe haben und so normal sind und im Inneren haben die irgendwie so was Leuchtendes. Hier so was, so eine Energiequelle, so ein Strahl in der Mitte. Ja, ist ja nicht Sam. Wartet ihr in der Jockey Lounge und keine Ausflüge, verstanden? Ich kann sowieso nicht weg, weil ich hier so ein Ding, was ist das überhaupt hier? Jagt halt irgendwie meine Hand in der Luft, wenn ich irgendwie herausgehe. So wie in Fallout 3. Erstmal, wenn du so eine bestimmte Siedlung hier betrittst, versucht so ein Sklave wegzurennen und den seinen Kopf wird weggeblasen, weil er so ein Halsband getragen hat, so ein exklusives. Ah, du bist gar nicht Chocobo Sam. Ich habe nur den Cowboy-Hut gesehen, habe ich direkt gedacht, Wald. Okay. Hallöchen, ich bin hier. Ein Neuling? Hallo, Joe. Ah, Esther, du bist mit jedem Tag schön. Ich glaube, wir haben auch einen Charakter im Original. Schon klar.
stell euch mal vor. Das ist Joe, der Jockey, der für Sam reitet. Ich sag's ihr nur ungern, aber unter den Reitern ist er mit Abstand der Beste. Genau, das solltest du dir merken. Das ist Cloud, der neue Stern am Jockey-Himmel und unser Mann. Wink ihm zu, wenn er dich überrundet, ja? Klingt, als hättest du schon einen Fan. Aber bist du wirklich so gut? Oder hast du ja einfach nur den Kopf verdreht? Vielleicht ja auch beides. Gegen Rivalen habe ich nichts. Wenn sie denn halten, was sie versprechen. Enttäusche mich nicht, Sportsfreund. Weißt du, so ist er nun mal. Ignoriere ihn einfach. Alle Charaktere sind einfach viel zu bunt und Cloud. Wenn du möchtest, dann kannst du diesen Simulator da benutzen. Alles klar. Übung macht den Meister. Die Jockey Lounge. Kann ich mich hier noch umschauen? Willst du für dein Jockey-Debüt gar nicht üben? Ja, aber Cloud sagt die meiste Zeit halt nichts, ne? Und der wird die ganze Zeit so umgeben von so, upsala, von so bunten Charakteren, ne? Pech, dass du gleich im ersten Rennen gegen Joe antreten. Irgendwie viel mehr Charakter und Persönlichkeit haben, ne? Und er steht einfach nur so, wie bin ich hier schon wieder? Wie bin ich in diese bekloppte Situation schon wieder gelandet? Ich kann die ganzen Leute hier nicht leiden. So, was ist das? Animal Crossing? Sieht aus wie so eine Animal Crossing Insel. So, Chocobo Rennen im normalen, im Originalspiel war richtig nervig, weil du da nicht viel. Aber man spielt wieder so als, ich glaube, als Pixel Cloud, ne? Chocobo Rennen sogar kannst du für die Chocobo Rennen üben. Also wäre sämtliche Trainingseinlagen, um dich mit den Chocobo Grundlagen vertraut zu machen. Lenken, beschleunigen, verlangsamen. Driften. Ja, das ist genau wie das Motorrad, also, ne? Wenn Raketen startet, musst du genau dann auf 2 drücken, wenn der Countdown auf 2 springt. Alles klar. Ja, Chocobo-Rennen im Original war ein bisschen nervig, weil halt, du konntest nicht wirklich den Chocobo kontrollieren. Er hat irgendwie gemacht, was er will, nur du konntest halt so ein bisschen kontrollieren. Das war halt ein bisschen nervig. Oh, hab schon vergessen. Ah. Jetzt hast ein, setze Sprint ein. Je mehr Geschwindigkeit Ballons zu einsammeln, desto schneller wird dein Chocobo. Jeder eingesammelte Ballon wird deine Geschwindigkeit um die Stufe maximal 10. Stößt du irgendwo gegen, dann verlierst du die. Ja, alles klar. Das ist genau wie mit dem. Oh, das war viel besser. Okay, ich bin auch nicht Pixel Cloud, dann sah irgendwie so aus. Aber jetzt sind rote. Fühlt sich die Fertigkeitsleiste deines Schokobus. Kannst du mit L1 eine Schokobo-Fertigkeit einsetzen? Hängt von seiner Art ab, okay. Schokobo hast, ne? Nehme ich an. Jeder eingesammelte Sprintballon besteht dir eine Sprintladung. Kannst du Sprint einsetzen? Sprinter können bis zu einer festigen Obergrenze gesammelt werden. Okay, 2 Stück. Ich sehe schon. Alles klar. Oh Gott. Oh, das war furchtbar. So. Einfach eine Runde unter 30 Sekunden. Ja, nämlich halt genug von diesem Ballon zu einsammeln, ne? Okay, das ist viel angenehmer zu steuern. Das Original war furchtbar. Kann ich einfach hier so rüber? Ja, verliere ich aber Geschwindigkeit, ne? Okay. Was soll der Trainingseinheit in der Schokobo? Alles klar. Abbrechen. Da wird schon klappen. So, ich glaube, ich habe 50 Goldpunkte bekommen hierfür, ne? Kann ich jetzt in Not noch mal rein? Nö, doch. Das Rennen beginnt in Kürze. Ja, war immer genau, also man musste warten. Teilnehmenden Jockeys, sich zu den Boxen zu begeben. Bist du startklar? Ja, am Chocobo-Rennteil. Ihre Stimme kommt mir ein bisschen bekannt vor, übrigens. Schon mal irgendwo gehört, glaube ich. Aber jetzt sage ich dauernd und dann kommt mir die noch nicht bekannt.
Ja, Beschleunigung, Gewicht kommt nicht. Werte macht hier ein Schokoboy. Je mehr oder weniger. Okay. Und so wollen Kopf, Körper und ein Bein aus das Fahren legen, um seinen Startwert zu verbessern. Okay. Schadensblocker. Sollte ich vielleicht was das Beste nehmen, ne? Aber ich weiß nicht, was das Beste ist. Beschleunigen, Geschwindigkeit, Intelligenz. Ja, die werden schon gut sein, ne? Umfärben. Ah, ich dachte, ich kann eh. Ich dachte, ich kann meinen eigenen. Okay, Welt. Okay, so sieht der auf der Welt aus, oder was? Ne? Ja. Oh, alles kann alles ausgeglichen. Ich möchte wahrscheinlich ein passendes Set hier nehmen, ne? Ich habe noch gar nicht alles. Oh, dann nehmen wir das hier. Angst und Schrecken werde ich verbreiten. Ja, los geht's. Sieht lustig aus. Kann man ja mal machen, ne? So, wenn die 2 auftaucht, soll ich X drücken. Für einen Raketenstart. Machen wir mal. Hey, jetzt sieht man mich da auf dem Fernseher an, ne? In der Gold Soda. Chocobo Cup. Aber muss ich mehrere machen? Ich will auch einen grün. Nicht so ein grün, das Aquamarin. Da, den will ich haben. Schon gehört? Auf mich wurde vorhin ein Anschlag verübt. Meinen Sie die Sache an der Manege? Ja, ganz genau. War aber schlau und hab mich auf der Toilette versteckt. Wahnsinn! Oh, was für ein Glück! Nicht wahr? Vielleicht ist es mein Glückstag und ich räum groß ab. Wie sind Sie so ehrlich? Einfach, wie aufmerksam. Ist da auch schön viel Schmalz drin? Hier, bitte. Lecker. Hast du ihn? Oh, danke, ja. Mir geht's gut. Hast du eine Ahnung, wie heiß es hier ist? Ich schmelze. Wieso mussten unsere Anzüge unbedingt schwarz sein? Ich schließe so schnell es geht zu dir auf. Aber die Sonnenstrahlen absorbieren. Und was Kaltes zu trinken mit. Oder meinetwegen ein Eis. Vanille. Untersteh dich. Deine geschätzte Kollegin ist hier am Vertrocknen. Hörst du? Root? Root? Reno. Ich wollte gerade sagen, ne? So, Reno hat es ihm bestimmt nicht so schwer gemacht. Ich glaube, Reno hat es ihn auch schon so ein bisschen schwer gemacht. Lass uns gewinnen. Okay. Ja. Ja, nimm das, ihr Loser. Oh mein Gott. Nein, alle überholen mich. Geh mir aus dem Weg. Ich baue so ein Ding. Ich baue rein. So. Dachte, du musst jetzt voll sein. Aua, geh weg, du Stück. Oh Gott. Puh, alle sind am Driften, die Loser. Wollen wir nicht driften bei sowas. Hallo? Boah. So, wenn ich jetzt wüsste, wie lange der dieser Sprint hier. Oh, nein. Nein. Wie lange dieser Sprint hier anhält, ey. Wäre sehr gut. Ich soll vielleicht mal. Oh Gott. Oh Gott, das dauert ja voll lange, bis ich da in den Driftmodus gehe. Hoa, aus dem Weg. Nein, den schnapp ich mir. Muss ich mehr Runden, 3 Runden, ja. Wow, der hat voll viele Sachen verpasst. Ja. Ich krieg dich. Verpiss dich. Nein, ich verliere durch Geschwindigkeit, glaube ich.
Warte, die schneiden mir. Ich stoße dich mit meinen Hörnern kaputt. Das hat er. Oh, das ist sogar so ein Sprint-Panel. Oh, ich glaube, ich brauche mehr. Nein, ich wollte eigentlich den Dings einsammeln. Oh Gott. Nein, ich habe schon wieder was verloren. Bleib gefälligst hier, du Stück. Oh Mann. Okay, ich verliere meine Geschwindigkeit nicht, wenn ich ins Gras gehe. Alles klar. Oh, aus dem Weg. So. Ich habe gerade L1 gedrückt, da macht die ganze Zeit Bimp. So, jetzt habe ich 10 Geschwindigkeit. Ne, mehr kriege ich nicht. Ne? So, oh Gott, jetzt muss ich aber gewinnen. Ich komme näher. Ich komme näher. Ja. Ich habe dich gleich. Ach, allein mache ich Schokoboas, genau. Ich ab. Ne. Ja, nimm das, du Stück. Das Schokobo-Rennen hat einen neuen Champion. Ja, muss ich ja gar keine blauen mehr einsammeln, ne? Ich eigentlich nur die anderen einsammeln. Nein, falscher Knopf. So. Aber ich habe keine Dings verloren dadurch. So, jetzt. Oh, guck mal, ich bin voll Champion, ja. Ist voll easy, ja. Yeah. Nimm das, du Stück. Ah, guck mal, wie weit es entfernt war. Preisgeld. Belohnungen. Einfach nur Preisgeld. Ja, was? Also, die dürfen auch zugucken? Wir sind nicht mal gefangen. Oh. Alles klar. Ich habe das Preisgeld an Gas übergeben. Schön für dich. Ganz schön cool. Aber hier in der Wüste mögen wir die Männer heiß. Also lass dich gehen, Alter. Erfüll lieber mal deinen Teil der Abmachung. Locker bleiben. Ich stehe zu meinem Wort, klar? Und ich lass mich nicht gerne rumschubsen. Ja. Über diesen Tunnel kommt ihr durch die Wüste. Und das ganz ohne den lästigen Treibsand. Toll, was? Überhaupt so weit raus? Wartet einer meiner Geier auf euch. Der wird euch den Weg weisen. Einfach schön brav hinterher. Euer schießwürdiger Freund steckt gut verschnürt in einem Schuppen auf dem Schrottplatz. Ja, ja, da war's, Leute. Könnt ihr ihn an Schindler verhüllen? Oder abmuchsen. Mir ist das vollkommen schnurz. Okay. Gruppenmitglieder können momentan nicht geändert werden. Okay. Kann ich schnell reisen? Nicht, dass ich das jetzt machen würde. Ich will erstmal Barrett wiederholen. Will mal gucken. Ein Gruppenkonstellation kann nicht geändert werden. Hm. Wieso nicht? Doch, was? Doch, irgendwie schon. Naja, Tifa hat ja das neue. Boah, jetzt muss ich erstmal die Waffe hier leveln. Drachenklauen. Ah, die haben zwei jetzt. Ach, weil ich hier Dinge ja hochgelevelt habe, glaube ich, ne? Weil trainiert den Gegner mit heftigen Schlägen. Sie Magier Fertigkeit im Anschluss an die Waffenfertigkeit ausführen. Okay. Das dürfte nicht so schwierig sein. Ich will noch mal hier zu diesen Waffenfertigkeit Dingen. Ich wüsste, wo das ist, weil Tifa hat bestimmt einige. Wollen das jetzt mal nachgucken, ne, bevor wir da umsonst hinrennen. So, sie hat 25 Punkte. Ja, da würde ich doch gerne mal kurz zurückgehen. Da kann man auch ganz schnell hier Dingen hochleveln.
Willkommen. Seht euch ruhig alles an. So, war das du? Kritische Chance kommt 5%. Ja, bitte. Was haben wir noch hier? Ah, warum nicht? Er klaut auch irgendwie sowas hier. Hat sein Limit sich auflädt, wenn er Gegner schockt. Mir kam es irgendwie sofort, wäre ich ganz schön schnell im Limit hier drin gewesen. Die ganze Zeit. So. Na gut, dann müssen wir ja weitermachen, ne? Wir suchen erstmal Barrett und klären die ganze Sache hier mit ihm, was da so abgelaufen ist, ne? Ich frage mich, ob er derjenige gewesen ist, der alle erschossen hat. So, ihr seid ja alle. Kann ich mit euch alle noch reden? Du hast nicht zufällig Bedarf für eine fähige Stallmeisterin, oder? Ich kenne ihre Stimme. Du hast nicht zufällig Bedarf für eine fähige Stallmeisterin, oder? Du hast nicht zufällig Bedarf für eine fähige Stallmeisterin. Oh, ich kenne ihre Stimme. Wer ist das? Jetzt muss ich nur noch Shinra besänftigen. Naja, bei meinen Verhandlungskünsten natürlich ein Klacks. Ah. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Ich will das jetzt wissen. FF7, Rebirth. Esther. Synchronsprecher Deutsch. Ja, sieht man ja natürlich nicht, ne? Bevor ich hier. Ich kann sowieso nicht hier. Vegas. Genau, ihre Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe sie definitiv schon mal irgendwo aus irgendeinem Anime oder so. Was wirst du jetzt tun? Ich denke, wir nehmen noch an einigen Rennen teil. Jetzt, wo Pico so gut in Form ist. Es gibt ja jemanden, mit dem ich noch eine Rechnung offen habe. Kommst du alleine zurecht? Keine Angst. Ich habe Pico. Sag mal, Cloud, du bist doch immer auf Achse, oder? Falls es dich mal wieder hierher verschlägt, kannst du jederzeit auf Pico reiten. Wird ihn sicher sehr freuen. Okay. Who had the best glow up in Rebirth and why is it Esther? Stimmt. Ja, sie sieht viel besser aus in diesem Spiel. Aber es ist nicht so schwierig vom Final Fantasy 7 aus, ne? Von dem Original. Ihre Stimme, okay. Jetzt liegt mir auf der Zunge, ich weiß nicht wer. Und wenn, dann klingt sie wenigstens wie jemand sehr, der mir irgendwie weil nicht bekannt vorkommt. Barrett würde sowas niemals tun, oder? Ich sag's ja nur ungern, aber die Beschreibung war ziemlich eindeutig. Also ich glaube fest an ihn. Nicht mehr lange, dann wissen wir mehr. Ja, wenn wir jetzt nur nicht diese eine Cutscene gesehen hätten, ne, dann wäre ich auch so im Dunkeln. Aber nein, wir wissen schon, dass schon lange nichts mehr synthesiert, ne? Lass mal hier gucken. Kann ich irgendwas Neues mal herstellen? Schon sehr lange her. So, Gefühl. Liebe des Planeten. Nichts Neues, okay. Noch nicht. Da sind schon Gegner. So, tiefer. So. Auf Hochtouren. Ne, warte mal, ich brauche zwei Dinger. Oh nein. Beide setzen ihre wallende Wut ein. Nein. Ist schon kaputt. Ich wollte danach noch einen Angriff einsetzen. Weil dadurch bekommt sie ja Geschicklichkeitspunkte. Okay, sie hat trotzdem bekommen. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich die Fähigkeit einsetze, bekommt sie ja halt sowieso. Oh, Goldstaub. Nicht schlecht. Hm. Perlingware. So. Ach. Boah, ich hasse es, diesen Text zu lesen. Ne? Passt nicht mehr rein, passt nicht mehr rein. Reife Eichel. Ja. So, jetzt sind wir mal endlich durch die Wüste hier, in der Wüste unterwegs.
Weiß nicht, ob ich hier schon viel erkunden will. Einfach nur, weil ich am liebsten natürlich alles machen will, wenn die ganze Gruppe wieder vollzählig ist, ne? Kate. Kate ist auch dabei, stimmt. Ganz vergessen. Dann suchen wir erstmal Barrett, ne? Er wartet ja die ganze Zeit nur so. Was ist da? Okay, das ist doch schon ein bisschen. Doch, hier sind vier Viecher schon wieder. Oh mein Gott, ich kann die ja gar nicht treffen. Ja, ich hau dir jetzt eine Lücke. So, Geschicklichkeitsbonus ausgezeichnet. Ja, noch einer. Komm her, ein Stück. Nein, ich habe gerade geblockt. Auf ihn. So, Stufe aufgestiegen. Cool. Na Leute, was haltet ihr von meinem neuen Schwert? Ich hatte schon angesprochen. So. Gut. Na gut, dann fangen wir erstmal die Hauptstory hier, ne? Weiter geht's, Die Reihenfolge des... Was sind da für Viecher? Chimären sind das, ne? Alter, was für ein Weg tust du uns hier? Ich zähle auf dich. Das Chocobo-Rennen war eigentlich so ganz am Ende, ne? Also das, was wir jetzt hier gerade machen, kam eigentlich vor dem Chocobo-Rennen, ne? Und das Chocobo-Rennen war sozusagen... sozusagen so das Ticket nach draußen, ne? Womit wir aus diesem Gefängnis hier entkommen konnten, ne? Da gab es halt diese ganze Story mit Gas nicht, ne? So, da ging es eigentlich nur darum, erstmal habe ich jemand heilen, Eris, du hast Heilung und Automagie und all sowas. Danke, wollte schon sagen. So, ich will jetzt nicht angreifen, während du ja nicht losgehst. Fertigkeit gemeistert, ausgezeichnet. Dann können wir direkt das Ding wieder wegrüsten. Lass mich mal. Und jetzt in den Hintern damit. Ah. Also die Reihenfolge von den Events, die hier passieren, war ein bisschen anders. Ne? Also erst kam hier, was wir jetzt sich nebenan jetzt gleich kommen wird. Ausgezeichnet. Und dann kam nach Chocobo-Rennen. Weil da musste man nicht irgendwie Geld oder so hier. Da musste man nicht Geld oder so hier zusammentreiben oder irgendwie sowas. Da mussten wir. Die einzige Möglichkeit, da unten aus dieser Unterwelt rauszukommen, war sozusagen, indem man das Chocobo-Rennen gewinnt, ne? Und das musste man dann machen, ne? Um rauszukommen aus diesem Gefängnis. Und das war halt sozusagen der Grund, warum man das überhaupt gemacht hat, ne? So, jetzt kann ich tiefer wieder ein anderes Ding geben. Nur was? Irgendwas, was am meisten Schaden macht, ne? Kaiserende. Keins von den Dingern. Tunipo. So, was? Juffe. Muss hier ein Ding. Ah. Hm. Gehen wir in hier. Zeit, Luft, MP Boost, TP Boost, heilen, Automagie. Zeit, Luft, irgendeine gelbe Materie, irgendein Befehl, keine Ahnung. Stehlen, ich benutze aber nicht stehlen. Sie hat ein paar Fähigkeiten, die irgendwie aktiviert werden, wenn ich stehle, aber ne. Meister der Gegenstände. Ohne ATB-V auch einsetzbar. Oh, das ist doch nicht schlecht eigentlich, ne? Kann doch bestimmt irgendwann nicht schlecht sein, oder?
So, Glut, Autospezialfähigkeit, ja. Chakra, so, da wollte ich aber eigentlich gar nicht, weil eigentlich das hier. Habe ich da irgendwie was Neues bekommen? Nee, ne? Ich denke mal, da bekomme ich auch irgendwie was Neues, wenn ich irgendwie das Ding hochlevel. Aber anscheinend nicht. So. Ja, der Gegner gehe ich jetzt mal aus dem Weg. Auch wenn der blöde Geier mich genau dahin führen will. Aber ich bin schlauer als ein Geier. So, hat jetzt eigentlich jeder seine ganzen Sachen hier gelernt, ja, ne? Jeder hat alles gelernt, ne? Sieht man an den Häkchen da. Ja. Ja. So, Yuffie bräuchte mal bald eine neue Waffe. Barrett bräuchte eine neue Waffe. Hm. Ich da in den Wirbelsturm rein. Den machen wir fertig. Man hat nie wieder von ihnen gehört. So was brauche ich nicht so schnell wieder. Na, so ist wieder. Barrett, ein Glück. Dir ist nichts passiert. Bist du ausgebrochen? Red kein Mist. Und wieso seid ihr überhaupt hier? Wir verfolgen einen Mann, der im Sorcerer um sich geschossen hat. Sie meinten, der Täter hätte einen Gewehrarm gehabt. Verstehe. Das warst nicht du, oder? Nicht persönlich, aber... Sag schon, was ist? Der Mann, den ihr sucht, heißt Dein. Er war mal mein bester Freund. Es war vor 4 Jahren. Der Reaktor in Coral war gerade in die Luft geflogen. Dein und ich sind vor Ort gewesen, um die Lage zu checken. Dann auf dem Rückweg. Ich verstehe das nicht, Barrett. Wieso lässt sich von Shinra keiner blicken, obwohl das so eine Riesenexplosion war? Woher soll ich das bitte wissen? Wie auch immer, die anderen im Dorf müssen das erfahren. Was zum... Nein! Ah, krieg mal so Rückblicke an Nibelheim, ne? Barrett! Dein! Was ist hier los? Shinra hat uns aus heiterem im Himmel angegriffen. Die wollen uns die Schuld für den Unfall zuschieben. Und alles vertuscht. Oh nein! Kümmert euch um das Dorf. Es kann doch nicht. Oh Mist! Marlene und Eleanor, wir müssen zurück. Vergiss es. Im Aufgeben warst du schon immer König. Los jetzt! Ja, verdammt! Barrett! Nein!
macht ihr denn da? Amateure. Die Sache mit dem Reaktorunfall darf sich auf keinen Fall rumsprechen. Also nehmt's mir bitte nicht übel. Marlene ist... Ich konnte zwar fliehen, habe aber eine Menge Blut verloren. Als ich dann umkippte, hat mich zum Glück Sheeran gefunden. Ohne den wäre ich heute nicht hier. Aber... mein Arm war nicht mehr zu retten und ich schrie nach Rache. Also ersetzte ich ihn durch das hier. Gilt das auch für dein? Sieht ganz danach aus. Hätte ich doch bloß gewusst, dass er lebt, dann wäre das alles. Dein will sich also auch an Shinra rächen? Keine Ahnung. Klingt auch nach einem super Typ dann, ne? Ich habe ihn zwar am Tatort gesehen, aber eigentlich ist dein kein Typ, der sowas macht. Unschuldige, zieht er nicht rein. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Es gibt was, das er wissen muss. Na, worauf warten wir dann? Sieht einladend aus. Wieso sind da irgendwo... Wollte schon sagen, sind da über Shinra-Soldaten am Boden am liegen? Damit wir genau wissen, dass der da ist. Okay, gut. Ja, ja, und so haben wir erfahren, wie Barrett seinen Arm verloren hat. Und Dein hat seinen Arm auch so verloren, ne? Im Original war es irgendwie so, weil nicht... Ich habe gar nicht gewusst, dass Scarlett irgendwie mitgeschossen hat, außer die haben das hier geändert. Da haben die irgendwie so die Wand entlang geschossen und irgendwann hat sich halt die Kugeln mit den Armen der beiden hier gekreuzt und ja, die sind dann halt, die haben beide ihre Arme dadurch verloren, ne? So, wir haben Barrett und Red 13 im Team anscheinend. Ich nehme an, Barrett muss in der Truppe jetzt sein, ne? Und ich meine, Wissen aus dem Original hier nicht, ne? Okay. Nehmen wir mal tiefer rein, ne? Weil ich so ein bisschen, es wären die gerade die wichtigsten Charaktere in dieser Quest. Eine Sache haben sie aber geändert, das ist mir nämlich aufgefallen, daran kann ich mich noch erinnern, und zwar als Barrett hier gesagt hatte, dass er hatte hier gerade gesagt, so als jemand hier gefragt hatte, so, also Dein war noch am Leben oder Dein hat noch hier sein Arm auch umoperieren lassen in der in der Knarre, und Barrett hat darauf geantwortet, ja, anscheinend, ne? Aber im Original, und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, hat er ja, glaube ich, gesagt, dass als er sich operieren ließ, also mit seinem Arm, da hatte angeblich jemand anders auch schon die gleiche Operation durchführt, nur mit dem linken Arm. Ne, weil er hat sich ja mit dem linken Arm festgehalten. Also im Original wusste Barrett eigentlich, dass Dein noch überlebt hat. Oder dass auf jeden Fall jemand da draußen rumgelaufen ist, der seinen Arm hat umoperieren lassen, seinen linken. Also, dass jemand die gleiche Operation hatte wie er. Deswegen habe ich ihn gerade so verwirrt, so, oh, anscheinend ist er noch am Leben. Weil
Im Original wusste er es. Also das haben sie irgendwie geändert. Ich weiß nicht wieso. Sie jetzt nicht irgendwie so plausiblen Grund, warum die das geändert haben sollten, weil das irgendwie nur so eine Kleinigkeit, finde ich jetzt. Aber okay. Gut. Ja, aber ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Ne? Wir tun erstmal hier diese ganze Story-Quest, glaube ich, hier erstmal erledigen. Ne? Können wir überhaupt hier so ein bisschen rumlaufen oder wird mir jetzt später direkt sagen, so, ey. So, das sieht komisch aus. Ja, ich glaube, wir machen erstmal so ein bisschen weiter, ne? Bis wir ja alles abgeschlossen haben in der Story. Ja, würde ich sagen, ne? Gut. Ja, dann weiß nicht, ob wir beim nächsten Mal schon dein treffen werden, ne? Aber ich bin gespannt drauf, ne? Also ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll enormst freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!